Hey ho, heute Samstag, den 8.8., Viertel vor 12 und erst einmal Kaffee trinken. Den habe ich mir nämlich verdient. Ich war nämlich heute schon unterwegs, habe zum einen die Rüttelplatte geholt. Ich hoffe, dass ihr euch nicht einpinkelt vor Lachen nachher, wenn ihr das Mini-Teil seht. Ja, und dann habe ich hinten, so wie ich es letztes Jahr gesagt hatte, endlich mal aus der Ecke den ganzen Müll weggefahren. Na gut, ein bisschen was kam ja eh noch dazu im Laufe des Jahres. Und naja, jetzt kann man das Eck da hinten fertig aufräumen. Dann ist es auch gemacht, so dass unser Hof jetzt mal endlich richtig geil wird. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass Schatzi vorne auch was gemacht hat. Das zeige ich euch heute auch noch in dem Video. Ja, ich trinke jetzt noch meinen Kaffee und dann nehme ich euch mit, zeige ich euch das da vorne und dann zeige ich euch die Rüttelplatte. Alles klar, nächste Szene dann. Ja, zuerst werde ich mal meine Einflugschneise hier ein bisschen abrütteln, wenn das Ding funktioniert. Hier haben wir den Vorgarten auch gemacht, unten drunter erst eine unten drunter wurde zuerst ein Vlies gelegt. Naja, das war nicht meine Idee. Da kam nach einer Woche das Gras wieder durch. Dann haben wir nochmal alles auf die Seite geschaufelt. Dann kam eine Gewebeplane noch jetzt unten rein. So eine Unkrautsperre, eine richtig gute. Da sieht man sehr Stückel rausgucken. Ja, und jetzt hoffen wir, dass das hier vorne auch so schön ordentlich bleibt. Aber jetzt gehen wir dahinter. Dann zeige ich euch die Rüttelplatte. Und weh, 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 ihr fangt zu lachen an. Ja, den muss ich auch noch aufräumen. Da steht sie nämlich schon. Also das ist wirklich ein Mini-Teil. Und naja, war nicht allzu teuer. Jetzt gucken wir mal, ob das Ding funktioniert, ob ich den Hof damit rütteln kann. Ja, ansonsten lassen wir halt doch noch eine große kommen, aber ich denke mal, so für kleine Arbeiten und so wird mir das Ding vollkommen ausreichen. Gut. Also ich werde jetzt hier erst einmal noch zusammenkehren, dass ich mein Auto da hinten wieder hinstellen kann, den Anhänger verräumen und dann werde ich mal die Rüttelplatte anschmeißen, probieren. Und dann zeige ich euch das, ob das Ding funktioniert. Leute, es läuft. Was mir halt jetzt schon aufregt, ist, dass das Ding hier dauernd runterfällt. Aber das mache ich jetzt nachher mit dem Kabelbindern auf. Und ja, also, dass das Ding nicht so wummert wie eine große, ist klar, aber ich denke, für uns jetzt hier für den Hof wird das ausreichen. Also ich werde hier jetzt, hintenrum habe ich schon, erstmal überall schön drüber rütteln und dann kann ich gucken, dass ich noch Löcher ausfülle. Und ich glaube, da kommen noch jede Menge raus, sobald er mal gerüttelt ist. Da hinten zum Beispiel habe ich es schon wieder gesehen. Da habe ich es hier entlang zu hoch. Da kann ich von hier noch ein bisschen was nach hinten und. Also da werde ich noch jede Menge Spaß haben. Aber mir pressiert es ja nicht. Ich muss keine Miete zahlen für das Teil. Und mache das dann lieber am Abend. Weil wenn ich hier jetzt drauf gucke, 35 Grad. Ich glaube, ich hole mir jetzt erstmal ein schönes Eis. Tu schön Eis essen. Ja, und mach's ganz locker, chillig und gemütlich. Ja. Und
danach zeige ich euch das Ding definitiv in Action. Also, so sieht's aus. Ich sehe hier gar nichts in dem Display. Ja, jetzt. Oh Mann, hey. Ja, so sieht's aus, wenn sich jetzt wieder einer aufregt, weil ich ohne T-Shirt dran stehe. Hey, geht's hier nicht einmal auch zum Baden oder was? In der Hitze darf man das. Okay. Genauso wie der andere sich aufgeregt hat in einem Grillvideo, wo ich runtergefilmt habe und man was hat meine Füße gesehen hat. Also, ach, egal. Ich werde das jetzt abrütteln, noch begradigen, rütteln, bis der Hof soweit fertig ist, Stück für Stück. Ja, und da bleibt jetzt nichts anderes übrig, als ein bisschen zu arbeiten. Und wenn man dann sichtbar Ergebnisse hat, hole ich euch wieder dazu, weil irgendwann werde ich wahrscheinlich dann auch dahinter gehen und da hinten noch ein bisschen schaufeln, ja, und so weiter und so fort. Hilft nichts. Leute, ich muss weiter schaffen. 3:45, der Schatten wandert, Gott sei Dank. Naja, da vorne habe ich dann aufgehört, extra prallen Sonne, beziehungsweise hier hinten in der prallen Sonne weitergemacht. Schubkarre für Schubkarre dahinter gekarrt. Tja, und da mache ich jetzt nachher dann noch weiter und hoffe, dass ich ja darum heute auf alle Fälle noch fertig werde. Ja, und eventuell dann hier vorne weiter teilweise das Zeug auf die Schubkarre, um eben noch Löcher auszugleichen und Unebenheiten. Irgendwie werde ich das schon hinkriegen, dass es schön gerade ist. So Leute, kurz nach 7:30. Nach einem leckeren Spaghetti-Essen habe ich heute keine Lust mehr, nochmal irgendwas zu machen hier. Aber was ich gemacht habe, zeige ich euch jetzt nochmal. Und dann tun wir das Video beenden. Und dann haben wir ja vielleicht doch einmal ein kurzes geschafft. Also hier vorne habe ich noch ein bisschen ausgeglichen. Das gefällt mir soweit schon ganz gut. Da haben wir noch ein bisschen Buckelpiste. Dahinter auch noch ein bisschen Buckelpiste. Hier drüben bin ich noch dabei, den kleinen Haufen, ja, jetzt ist es ein kleiner Haufen, den eben noch vorzuziehen und hiermit schön auszugleichen. Den Haufen werde ich noch hernehmen, um die Buckelpisten auszugleichen. Und dann hier eben auch noch sanft drüber zu ziehen. Da hinten haben wir es voll gemacht. Ja gut, hier die Rampe, nennen wir es mal Rampe hier hoch, die muss ich auch noch ein bisschen ausgleichen, weil das habe ich ja alles bloß hingekippt gehabt und kurz mal drüber gerüttelt. Also das wird auch noch ein klein bisschen ausgeglichen. Ja, und dann denke ich doch, dass der Schotter weg ist. Ja, so schaut's aus. Das Stück ist mal einwandfrei. So schaut es jetzt hier aus. Dann denke ich doch, dass ich jetzt mit dem Hof, mit den Videos durch bin. Weil wie ich den Rest noch verteile und festrüttel, nee, das muss ich nicht unbedingt zeigen. Das wird dann auch irgendwann zu langweilig. Ich denke dann, dass das nächste Grillkoter-Update-Video die Wand streichen hier sein wird. Da der Philipp ja gar keine Zeit hat, werde ich es wahrscheinlich doch selber machen. Ist mir wurscht. Ich will das Zeug jetzt endlich fertig haben. Gut, dann, Leute,
was ist mit dem Grillkröte-Update-Videos jetzt erst einmal wieder, bis ich halt dann die Wand mache. Und dann zeige ich euch ja nochmal den Hof. Okay, danke fürs Zuschauen. Ein nettes Kommentar wäre natürlich auch mal wieder ganz toll. Und ich räume jetzt auf, bearbeite das Video. Vielleicht dann noch ein Grillvideo bearbeiten, heute noch oder morgen. Ja, und dann schauen wir, wie es weitergeht. Leute, wir sehen uns. Tschaikowski.